Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Mittwochabend, Zeit für Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czap, schönen guten Abend. Starten wir mit dem Thema Corona, lässt uns ja nicht los. Es gibt neue Maßnahmen seit dieser Woche, eine 6-Personen-Regel in der Gastronomie. Herr Westenthaler, ich nehme an, Sie sehen das sehr kritisch. Also ich habe mir ein bisschen was überlegt, was kann man eigentlich nach den unzähligen Corona-Sendungen noch darüber diskutieren, ohne dass die Seher gleich wegschalten, weil die haben sie ja schon bis daher und ich möchte sie erhalten, unsere Seher, und habe daher mir heute eine Strategie zurechtgelegt, dass ich was Positives sage, dass ich die Menschen in eine gute Stimmung bringe. Es ist ja auch Abend und sie gehen dann schlafen nach uns. Hoffentlich schauen sie die Sendung noch bis zum Ende zu. Und da gab es in den letzten Tagen so viel Positives, was aber so viel untergegangen ist in der Berichterstattung, was man einmal sagen sollte. Und für mich das wirklich Positivste war, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr zugibt, auf Basis von fundamentierten Studien, dass der Virus nicht so gefährlich ist, wie geglaubt. Nicht wie geglaubt im Frühjahr, sondern deutlich ungefährlicher, als ich überhaupt geglaubt habe. Sie begründet diese Aussage, die WHO, damit, dass es eine umfassende Studie des Papstes, wenn man so will, auf dem Gebiet, nämlich des Professor Ioannidis von der Stanford University gibt, der glaube ich, über 30 Studien zusammengefasst hat und zu dem eigentlich hochinteressanten Ergebnis gekommen ist, dass die Mortalität wesentlich geringer ist als bisher angenommen, bei 0,2%. Das heißt, 2 Menschen von 1000, wenn man es vielleicht so plastischer sagen will. Das heißt, fürchtet euch nicht, heißt das auf gut Deutsch. Wir sind bei einer Mortalität, die zum Teil unter großen Grippewellen lag, wo wir 4.000, 5.000 Tote in Österreich hatten. Zweiter Punkt, der doch zum Mut geben sollte, trotz steigender Infektionszahlen steigt nicht korrelierend die Anzahl der benötigten Spitalsbetten. Das ist doch auch etwas Positives. Das sollte man von 62.000 Betten, die wir in Österreich haben, sind gerade einmal 800 jetzt mit Covid-Patienten belegt. Jeder zu viel, aber eigentlich keine alarmierende Zahl. Und auch die Menschen, die in Intensivbetreuung sind in einer Anzahl, wo sie niemand fürchten muss. Und das dritte Positive ist, das ist wirklich schon ein ganzes Paket positiver Fakten, ich spreche von Fakten, ist, dass von allen positiv Getesteten überhaupt 85% überhaupt keine Symptome haben, die nicht krank werden. Und von den verbleibenden 15% haben die Mehrheit auch nur sehr leichte Symptome und ganz wenige nur schwere Symptome. Was ich damit sagen will ist, hör mal bitte endlich auf, und das ist der Appell, jeden Tag über Horrorzahlen der Infektionssteigerung, der Infektionszahlen zu berichten, denn das sind die falschen Zahlen. Sagen mittlerweile quer durch die Welt Epidemiologen, auch Experten, sagen nicht nur ich, ich appelliere nur, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt jeden Tag 1500, 1800, morgen sind es 2000. Der Herr Bundeskanzler, der schon wieder im Angst- und Panikmodus ist, ich würde ihm empfehlen, er soll nach Hollywood gehen bei so einem Gruselfilm, da passt er da besser hin. Oder Quentin Tarantino, der braucht auch so Bösewichte, die jeden Tag nur Böses ausstrahlen, und der sagt schon wieder, wir haben noch 6000 Infizierte, wenn wir haben im Dezember. Wir erinnern uns an seine Prognosen vom Frühjahr, 100.000 Tote, jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist, alles Schall und Rauch. Das heißt, was ich sagen will, ist, gehen wir doch endlich weg von diesen Infektionszahlen, weil sie sagen nichts mehr aus. Sie sagen nichts aus, sie sind nicht triftig, sie sind nicht entscheidend sind die Zahlen, wie viele werden krank. Und das sind die wenigsten. Und zum Schluss des Eingangsstatements habe ich da mitgenommen, auch etwas ganz, ist auch untergegangen in der Berichterstattung, nämlich jetzt erst vor wenigen Tagen hat die Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin eine Pressestellungnahme abgegeben. Es wäre übrigens nochmal ein interessanter Studiengast, nämlich der Universitätsprofessor Florian Thalhammer, der Präsident, oder Universitätsprofessor Dr. Günter Weiß, Vizepräsident. Und die haben Beachtliches ausgesandt auf 1,5 Seiten, nämlich genau das, was ich jetzt sage. Ich zitiere, das unsystematische, unreflektierte, großflächige Testen sowie das Screenen im Tourismusbereich oder anderen Bereichen des Gesellschaftslebens ist kein geeignetes Mittel, um eine präzise Information zur epidemiologischen Situation zu halten bzw. um die Pandemie einzudämmen, nämlich ein positiver SARS-CoV-2-PCR-Befund eines positiven Menschen
bei einer symptomfreien Person stellt noch keine Infektionsdiagnose dar und sagt nichts über die Infektiosität der getesteten Person aus. Was heißt das? Wir kennen 10.000 Infektionen pro Tag, sagt das nichts aus, wie viel von diesen 10.000 Menschen überhaupt infektiös sind. Nämlich nur eine kleine Minderheit möglicherweise, eben die Symptome haben. Und man geht bei der Gesellschaft, und die müssen es ja wissen, es sind die Experten, davon aus, dass also die keine Symptome haben, offenbar auch nicht infektiös sind. Das ist doch eine bahnbrechende Erkenntnis, die man jetzt in der Testfolge auch berücksichtigen muss. Und da sagt eben diese als Konklusio, man soll überhaupt nur mehr symptomatische Personen bitte testen, erstens. Zweitens enge Kontaktpersonen, also die Einser-Kontaktpersonen und in Risikoeinrichtungen, also Krankenanstalten etc. Das ist die Empfehlung dieser Gesellschaft, die es ja wissen muss. Und daher sage ich, hör mal auf mit der Panik, mit der Angst- und Panikmache, hör mal auf mit den undifferenzierten Testen, gehen wir eine andere Teststrategie, testen wir die krank sind, die Symptome haben und in den Krankeneinrichtungen, und dann braucht man nicht in Angst und Panik leben, dann braucht man nicht den Gastronomen, den Gashandschuh wieder abdrehen von ihrem Herd, wo sie kochen, und dann braucht man auch nicht die Menschen in Angst und Panik versetzen, und das war mein Appell, und deswegen habe ich versucht, heute ein bisschen positiv in den Abend zu starten. So, die Sechserregel haben Sie mir jetzt nur ganz am Rande beantwortet, aber damit der Herr Chapp auch zu Wort kommt. Herr Chapp, es gibt jetzt diese Sechserregel. Ja? 6 Personen maximal dürfen sich treffen außerhalb der eigenen 4 Wände. Ist das übertrieben? Ja, also ich habe jetzt alle Zeitungen studiert, habe mich auch vorbereitet, diverse Studien, Aussagen. Dazu sage ich dann nachher noch was. Aber es gibt jedenfalls von den Zahlen her die Erkenntnis, dass, was weiß ich, 1300, 1400 Infektionen, also im Haushalt, privat, nicht in der Gastronomie, nicht beim Sport, nicht in der Kultur. Es werden ununterbrochen Maßnahmen gesetzt, die dort ansetzen, wo nicht das Hauptgeschehen ist, wenn man jetzt einmal von dieser Art des Testens und von dieser Art der Neuinfektion ausgeht, die du vorhin gerade kritisiert hast. Also ich habe manchmal den Eindruck, das geht da in eine komplett andere Richtung, gefährdet wiederum das soziale Leben, das kulturelle Leben, das sportliche Leben und letztlich auch die Wirtschaft. Also wenn ich auf 6 runtergehe im Privatbereich und was weiß ich, zwangelt die gesamte Gastronomie wieder. Ja, wer geht denn da irgendwann einmal schon hin? Ich gehe schon freiwillig hin, wenn ich will hingehen, nehme mein Blau, gebe meine E-Mail-Adresse rauf, ja, sage hallo, ich bin da und setze mich dann hin. Ja. Aber da gibt es dann manche, die einfach die Nase voll haben. Aber das, was ich wirklich für schwierig und gefährlich erachte, ist Folgendes. Es gibt in Wahrheit ja einen permanenten, seit Wochen und Monaten einen Expertenstreit. Ja, habe ich eine Virologin gelesen, die gesagt hat, bei der Erkrankung gibt es nur 2 Möglichkeiten, man ist entweder gleich tot oder später tot. Das wird die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt gerade zuschauen und dann schlafen gehen, wollen natürlich nicht beruhigen, ja, wenn ich mit solchen Dingen daherkomme. Oder wenn ich einfach sage, jeder Infizierte wird nämlich insuliniert dadurch. Ja. Du hast heute 2000 Infizierte und das sind potenzielle Mortalitätskandidaten. Wenn ich das verbreite, dann verstehe ich das, wenn Leute, wenn du auf der Straße gehst, ja, die sehen mich und normalerweise früher sind sie sehr nett vorbeigegangen oder jetzt gehen sie mal uns am Bogen und winken, ist auch nett. Ja. Aber das zeigt nur, was hier los ist in der Bevölkerung und wie diese Panikmache und diese Angstmache und aber auch dieser Expertenstreit, wie der dann wirkt. Denn schau, natürlich sagt man immer, ich bin ein Experte, und wenn ich sage, ich bin ein Experte, hast du mal schon eine hohe Glaubwürdigkeit. Wenn du aber jetzt lauter Experten hast, die unterschiedlicher Meinung sind, ja, und zwar sehr stark unterschiedlicher Meinung, dann sagt sie irgendwann einmal der Otto-Normalverbraucher und die Ottilien-Normalverbraucher, an was kann ich mich jetzt orientieren, an was kann ich mich jetzt anhalten. Ja? Und dann denkst du, wenn die 4 aufmarschieren zu den Corona-Pressekonferenzen von der Regierung und beide haben einen Blick, wie, was glaubst du, der Zweite Weltkrieg wird da noch verlängert, ja, dann sage ich drauf, das ist die schlechte Strategie. Wo ist auch die Optimismusoffensive? Dass man sich hinsetzt und sagt, ja, nein, ja. Ja, aber ja, ich habe heute geschrieben, in Österreich, im Insider, einen langen Artikel und trotz alledem nicht aufgeben. Und das ist meine Einstellung, wo ich meine, man soll einfach daran glauben, dass wir das schaffen. Dass ihm letztendlich auch die Pharmaindustrie, die ich noch nie gelobt habe, aber heute mache ich, und die Wissenschaft, dass das irgendwie dann dazu führt, dass wir nachhaltig diese Krise rasch beenden. Und dann, wenn sie wirklich da sind, diese berühmten Impfstoffe und Medikamente,
dann wird sich die Wirtschaft und das soziale Leben meiner Meinung nach ganz rasch erholen. Ja? Und dann geht es doch noch einmal in die wirklich richtige Richtung. Es ist jetzt momentan kein Wahltag für uns. Ja? Also ich sehe da keinen Grund, dass irgendwer noch mit diesem Thema anomalie manipulativ herumspült. Aber es ist gefährlich. Es kann zu einer großen Psychose führen, zu Angstzuständen, zu Depressionen, zu Selbstmord. Es hat so viele negative Auswirkungen. Manche trauen sich nicht mit ihren Herzproblemen ins Spital gehen. Wir sagen, ich will doch kein Bett belegen. Ja? Wir haben jetzt, glaube ich, ein Viertel oder ein Fünftel der Intensivbetten erst mit wirklich Intensivpatienten besetzt. Die Kapazitäten sind ausreichend, weil wir ein tolles Gesundheitssystem haben. Ja? Also ich plädiere für Optimismus, runter mit der Angstmacherei. Und schauen wir sie an, wenn das ist. Ich kenne zum Beispiel auch zitieren, da sagt jemand, ab 500 Viren wird es natürlich gefährlich. Jetzt gebe ich zu, wenn ich irgendwo in einem Raum bin, kann ich nicht die Viren zum Zählen anfangen, die gerade auf mich langsam einstürmen. Aber die Frage scheint schon relevant zu sein, wie intensiv, wie stark. Und das kann dann bei allfälligen Vorerkrankungen oder bei einem schwachen Immunsystem natürlich dann zu einer negativen Reaktion führen und zu einer Erkrankung. Aber das sind lauter so variabel, ja? Und nicht ein Schicksalsschlag, eine Keule trifft dich, du bist infiziert und ab jetzt bist du der Todeskandidat und daher besser, man ist nicht infiziert und macht das alles mit. Das ist schlecht in der Bevölkerung. Was ich da ergänzen möchte, ist, es ist halt im Moment, es hält sich nicht die Waage, die gesamte sogenannte epidemiologische Situation, die wir auch nur als sozusagen Konsumenten aus den Medien erfahren. Wir sind beide keine Experten, aber wir glauben halt den einen mehr und den anderen weniger. Und vor allem kommt es darauf an, wer sagt. Und wenn das so eine mächtige und gehobenere Gesellschaft auf dem Gebiet ist, dann glaube ich denen halt. Und deswegen würde ich empfehlen, die mal da einzuladen und mit ihnen zu diskutieren. Also auf der einen Seite dieses epidemiologische Geschehen, das ausschließlich nur an den Infektionszahlen gemessen wird, und da bin ich der Meinung, das ist falsch. Es ist absolut falsch, weil das nicht mehr so ist wie im Frühjahr, sondern sich verändert hat. Und auf der anderen Seite der Waage hast du die wirtschaftlichen Kollateralschäden, die einschlagen immer mehr. Und das geht schon langsam so wieder hinauf. Und wenn wir jetzt diskutieren, und die Frage war, 10 oder 6 Plätze auf einem Tisch, dann ist das lustig, weil es völlig wurscht ist in Wahrheit, ob da 10 oder 6 Leute sitzen. Und die Leute werden hoffentlich kreativ sein und werden halt 2 Tische nebeneinander hinstellen. Dann habe ich wieder 10 Leute halt auf einen, 4 am anderen 6. Ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber allein die Tatsache, dass man wieder Schritte setzt und genau wieder zu einer Zeit, wo es die Gastronomie am härtesten trifft, erinnern wir uns ins Frühjahr zurück. Was war denn da? Ostern war weg. Der 1. Mai war weg, der Muttertag war weg, die Pfingsten war weg. Also all diese geballten Feiertagstage, wo es was zum Feiern gäbe und wo die Wirten ein bisschen mehr einnehmen, die hat man einer gestrichen. Und jetzt beginnt man schon wieder. Man beginnt jetzt, es ist die Martini-Ganselzeit, dann kommen die Krampusfestel und dann natürlich die Weihnachtsfeiern. Die sind tot, die sind mit einem Schlag ausgelöscht. Ich war gestern, am Montag beim Heurigen in Oberlau, beim Frau Neder, der Stutz, sagen wir in Oberlau, ist einer der besten und beliebtesten Heurigen. Wir waren dort fast allein. Wir haben uns wunderbar mit der Susi, mit der Wirtin dort unterhalten können, weil die hat nichts zu tun gehabt. Es war sonst keiner dort. Vielleicht 1, 2 andere Gäste, die den ganzen Abend noch rein und rausgegangen sind. Da geht es nicht mehr um 10 oder 6 Leute auf den Tisch. Da geht's, es kommt niemand mehr, weil diese Angst- und Panikmache bereits wieder um sich greift. Und das ist zu kritisieren. Das müsste man abdrehen. Das ist falsch. Neben der falschen Zähl- und Testweise, was die Infektionen anbelangt, ist diese Angststimmung etwas, was die Wirtschaft umbringt und was den kleinen Wirten umbringt, aber auch den Handel umbringt, weil dort keine Stimmung herrscht und. Und zum Zweiten, was ich auch nicht verstehe, das haben wir auch als Fußball- und Sportbegeisterter noch gestartet, dass man jetzt von 3.000 zugewiesenen Sitzplätzen in einem Stadion das nochmal halbiert auf 1.500 und damit jetzt auch die Fußballclubs endgültig umbringt. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Wo ja auch die Clubs sagen, da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Im Theatern geht man von 1.500 indoor. Auf 1.000 runter. Ja, das indoor. Ist ja nicht mehr vergleichbar. Und outdoor geht man aber sozusagen auf 1.500 runter. Ganz genau so ist es. Und jetzt haben wir doch Gott sei Dank aufgrund der Infrastrukturoffensive der letzten Jahre Stadien, die 15.000, 20.000, manchmal 30.000 Plätze bieten, zugewiesene Plätze.
da kann ich 5.000, 8.000 Leute hineinsetzen, die werden sie nicht einmal berühren, geschweige denn in der Nähe sein. Die haben alle ein Konzept ausgearbeitet, die Fußball-Bundesliga. Jetzt lasst den Menschen doch das bisschen Freude, dass sie auf einen Fußballplatz gehen können am Wochenende und dass sie sich ein Match anschauen dürfen, eh nur mit Masken und rundherum darf keiner sitzen. Aber jetzt geht es rund auf 1.500. Also es ist so absurd, diese Maßnahmen sind so absurd und machen die Regierung an und für sich unglaubwürdig. Sie hat nur einen großen Vorteil. Und jetzt komme ich zur Conclusio. Den Leuten ist wurscht. Ganz im Gegenteil. Ich sage, 80% der Leute sagen noch strengere Maßnahmen. Na, der Christoph Peschek war da. Ja. Und sagen, fürchten Sie und sagen, wir haben Angst. Ja, und bitte, das, Herr Kurz, strafen Sie uns noch ja mehr. Das ist ein spannender Punkt, das ist so den schizophren in Wahrheit, am Ende gesagt haben, dass ja die Mehrheit diese Maßnahmen unterstützt, beziehungsweise sogar noch schärfere Maßnahmen aufgrund der Angstmache. Na, logisch. Ja, ja, das ist schon richtig. Das sind aber auch die gleichen, die dann sagen, wenn die Auswirkungen spürbar sind, noch mehr Arbeitslosigkeit, noch mehr Kurzarbeit, kaputte Fußballclubs, kaputte Kultureinrichtungen. Wenn diese ganzen Auswirkungen dann spürbar sind, dann schlagt das wieder um, sondern dem Motto, na, was ist da los? Ja, was waren das für Maßnahmen? Und dann ist die Mehrheit wieder der Meinung, dass das doch nicht die richtige Vorgangsweise ist. Aber Angst ist immer ein schlechter Berater. Ja? Aber mit Angst ist in der ist auch immer Politik gemacht worden. Und das ist sozusagen die Fortsetzung der Angstpolitik von März und von April, die wir da jetzt gerade erleben. Und wo ich sehe, dass das völlig unverhältnismäßig ist. Jetzt Rapid kann jetzt am Donnerstag 3.000 Leute ins Stadion lassen. Morgen Spiel gegen Arsenal London. Ja. Ja. Zwei Lieblingsmannschaften quasi. Ja. Und die haben jetzt Folgendes, die können gerade nur mit 3.000 am Donnerstag, ab Freitag ist 1.500. Und du kannst aber einen Fußballclub, der halbwegs in Europa mitspielen will, und die haben dann nicht solche Einnahmen übers Fernsehen wie in England oder in Spanien oder Italien. Ja. Du ruinierst sie nachhaltig. Und noch stärker natürlich auch noch die in der zweiten, dritten Ebene bis hinunter. Es wird eine Massenverarmung bei den Kulturschaffenden antreten. Ja, wie willst du das alles über die Runde bringen? Und was mich besonders aufregt bei der ganzen Angelegenheit ist, dass die Regierung beschlossen hat, die 28 Milliarden Euro, die sie aufgrund dieses Covid-Hilfsmaßnahmen-Gesetzes, wo man Förderungen, Kredite und, ausgegliedert haben. Das heißt, es ist in einer eigenen Rechtsform, wo keine Interpellationen, sprich, ein Parlamentarier kann nicht fragen, wer, wie, wohin das Geld verteilt. Und das ist skandalös ohne Ende. Und zwar demokratiepolitisch skandalös. Es ist eine Missachtung des Steuerzahlers. Ja? Und 28 Milliarden ist ein Kaputterbrot. Ja? Und das haben sie, das dann wir da gemeinsam verteilen. Da schauen wir, dass möglichst viele dankbar sein. Der Betrieb ja, der na und so weiter und so fort. Und das machen die in einer ausgegliederten Organisationsform, wo du keine Kontrolle hast, also keine Transparenz. Und das, was ich besonders arg finde, ist, die Grünen, die Jahre, und jetzt, bei denen kann man auch schon sagen, langsam jahrzehntelang, mit der Transparenzfahne immer umgewetzt sind im Parlament. Ich habe es ja miterlebt, ich war ja lang im Parlament. Ja, Transparenz, ich habe umgerannt, ja, durchschauen, Taschenlampen, von den Grünen hat da Taschenlampen gehabt, hat irgendwo reingeleuchtet, hat gesagt, ich muss einmal schauen, ob das alles ja, wirklich so ist, ich muss das erhellen, heller machen. Ja. So, und jetzt sitzen sie dort. Und wirklich so, sitzen so, ich glaube, die haben ja eine Sitzform bei den Regierungssitzungen, wo die Schwarzen angelehnt dort sitzen, ja, war nicht rauchverbot, der eine oder andere hat Zigarren rauchen und die Grünen sitzen so dort. Ja. Sag, was können wir machen? Ja, so. Und das muss ich sagen, das ist das, was ich wirklich kritisiere. Ja. Weil uns haben es gewählt, mir gequält. Da habe ich noch die ganzen Wunden von der Quälerei von der Grünen. Ja. Und dann setzen sie die dort hin und machen das alles mit, das hält doch keiner im Kopf aus. Ja. Also es ist furchtbar. Ich bin enttäuscht. Jetzt gibt es natürlich dieses Damoklesschwert des Lockdowns, das da derzeit über unserem Land schwebt. Wir haben vorher schon gesprochen, Tschechien wird morgen einen Lockdown verhängen. Irland hat schon einen Lockdown verhängt. Es gibt Regionen in Deutschland wie das Berchtesgadener Land, wo es de facto einen Lockdown gibt. Befürchten Sie, dass das kommt in Österreich oder glauben Sie, wird das abgewählt? Wir sind ja mittendrin. Sie sagen, das ist quasi schon ein Lockdown. Das selbstverständlich. Es wird nur, man darf das Wort nicht mehr sagen. Es ist ein Pfui-Wort geworden, Lockdown, weil da alles in Bach gegangen ist. Deswegen darf man es nicht mehr sagen. Ich sage es aber, was die Realität ist, wir sind mittendrin im zweiten Lockdown, nämlich am Weg dorthin. Noch einmal, wenn ich heute in ein Gasthaus gehe und da ist keiner mehr drin, ist das Lockdown. Weil ob der Wirt jetzt den Schlüssel zutrat oder offen lassen, es kommt keiner hin, ist genau das Gleiche. Im Handel dasselbe. Wir haben bereits wieder einen größeren Teil Homeoffice. Wir schicken wieder Kinder Homeschooling.
wir sind mittendrin und es wird so weitergehen, weil man sich eben auf diese Infektionszahlen versteift hat und weil man nicht weiterdenkt und einmal überlegt, dass das sinnlos ist. Und noch einmal, aber wenn wir 5.000 oder 6.000 Infizierte am Tag haben, sagt das nichts über eine epidemiologische Situation aus, weil die nicht krank werden, 85%. Und das ist einfach, man muss da umdenken und man muss dann von einer strengen oder von einer ernsten Situation sprechen, wenn wir die Kapazitäten nicht mehr haben, Klammer auf, die wären übrigens jetzt in den letzten 8 Monaten zu schaffen gewesen. Das von der Frage mehr, wo war denn die Regierung jetzt über den Sommer geschlafen? Warum haben sie denn nicht die Intensivbetten verstärkt, verdoppelt von 2.500 auf 5.000? Wäre locker gegangen in ein paar Monaten, wo weniger epidemiologisches Problem war, hätte man diese Betten, die Anzahl natürlich erhöhen können, hat man nicht gemacht. Wir haben jetzt genauso viel wie vorher, ein Versäumnis der Regierung. Aber wir sind davon weit entfernt und was überhaupt das Spannendste ist, das ist ja fast schon lustig, wenn es nicht traurig wäre. Jetzt hat man in den Gebieten, wo vor 10, 14 Tagen es angefangen hat zu steigen, die Sperrstunde vorverlegt auf 22 Uhr und härtere Maßnahmen, zum Beispiel Hallein. Und wenn ich mir alle die Gebiete jetzt anschaue, wo das passiert ist, ihr habt heute die Liste in der Zeitung in Österreich, dort steigt es im Moment am meisten. Und jetzt fragt man sich, warum? Warum steigt es dort am meisten? Weil sie eben genau dort Maßnahmen angesetzt haben, wo kein Geschehen ist, wo keine Infektion sind. Es gibt im Gasthaus keine nachgewiesenen Infektionsketten. Ich habe heute irgendwo gelesen, bis jetzt gab es ungefähr 800 Cluster, also wo mehrere Personen sich infizieren. Von diesen 800 sind ganze 12 auf Einzelpersonen zurückzuführen, die in einem Gasthaus waren. Es ist noch immer nicht bewiesen, ob sie sich dort angesteckt haben. 12, die in einem Gasthaus waren. Das heißt, im Gasthaus spült sich keine Infektion ab. Es spült sich in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens, auch in den Straßenbahnen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, kein Infektionsgeschehen. Da macht man auch Maßnahmen. In den Schulen ist im Moment Wiggelwoggel. Da sagt man, ja, die Kinder können keinen anstecken, aber immer mehr Kinder infizieren sich halt und dann werden halt zu Hause geschickt und die Probleme bleiben wieder bei den Eltern. Das heißt, was ich glaube, und die Viren natürlich auch, was ich glaube, ist, dass die Strategie eine falsche ist und dass sich das Leben halt dann von den Gasthäusern privat nach Hause verlagert und dort wird gefeiert, dass der Teufel keinen zweiten kennt. Peter, Sie hätten auf uns hören sollen. Ja. Wir haben damals gesagt, an den Grenzen sollen wir schon Tests machen. Das war diese Rückflutgeschichte von den Urlaubern und von den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die auf Urlaub gefahren sind, zugekommen sind. So, da hat man nichts gemacht. Ja. Und das Zweite ist, wie gesagt, bei 22 Uhr vorverlegt, das ist jetzt am Schluss her angedeutet, schiebst du das alles in den Privatbereich. Und genau dort ist aber jetzt der Schwerpunkt der Infektionen, weil die sagen, okay, lass mal viel von euch vorschreiben, okay, wenn ich da raus muss. Und dann gehen die 10, 15 Leute dann auf engstem Raum in den Privatbereich und dann passiert es dort und dann geht es los. Und so oft haben die auf uns gehört. Die schauen ja zu, ich bin überzeugt. Ja, wieder, der Sebastian Kurz steht jetzt vor dem Fernseher und sagt, mein Gasthäusern Gott. Verlängert. Warum? Weil in den Gasthäusern gibt es Prävention, da gibt es Abstand halten, da gibt es Masken, wenn du ein- und rausgehst. Da ist eh alles geregelt. Was sagen? Der Sebastian Kurz steht jetzt vor dem Fernseher. Ich wette mit dir und sage, mein Gott, hätte ich auf den Wesental und den Schatten gehört. Ja. Und ich kann dir das bestätigen, er hätte auf uns hören sollen. Aber Sie liegen diesen Punkten auf alle Fälle. Josef, Sie liegen schon das zweite Mal völlig daneben. Was ja medial völlig untergeht, das ist ja für mich auch ein Rätsel. Und da wirst du mir recht geben, ich verstehe da die Opposition im Parlament nicht. Ist dieser Ischgl-Bericht, Entschuldigung, dort ist schwarz auf weiß festgestellt worden, dass der Herr Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Beruf, völlige falsche Entscheidungen getroffen hat damals im Frühjahr. Ich habe hör nichts und sehe nichts. Da gehört ja innerhalb von Stunden ein Antrag auf Untersuchungsausschuss, Herr Kurz, ins Parlament befohlen. Und da muss einmal Rede und Antwort stehen, was da war in Ischgl. Wer hat ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt? Warum hat er auf eigene Faust dort, und das war ein kapitaler Fehler, er trägt die Verantwortung für dieses Infektionsgeschehen dort. Warum? Lass mich fertig sagen. Ja. Weil er damals einfach über Nacht befohlen hat, und jetzt gibt es Quarantäne und alle müssen raus. Und die Urlauber haben sie ins Auto gesetzt mit den Skischuhen und den Ski am Buckel, sind rausgefahren und haben sie in Hotels in Innsbruck eingecheckt. Peter, du sagst, das ist ja alles ein Irrsinn. Sag's doch, derjenige, der den Flo ins Ohr gesetzt hat, hat doch einen Tiroler Dialekt gehabt, das gibt es ja gar nicht anders. Ja, das ist sicher. Ja. Und das sagen die nur halt nicht. Ja. Weil der eine schützt den anderen, der andere den einen und so packeln der sich irgendwie zusammen. Und das ist eine Desaster-Variante. Es hat wieder Tirol vor Salzburg.
die wichtigen Länder für den Wintertourismus, Weihnachtsgeschäft und so weiter, die sind nicht imstande, dass die das sozusagen rechtzeitig wirklich vernünftig konterkariert hätten. Und das hängt dann jetzt noch. Das ist auch ein Image-Schaden, ein gigantischer. So, und der Söder kann sich jetzt revanchieren. Der wird die Grenze zusperren, damit die deutschen Winterurlauber in Deutschland bleiben. Aber ob es doch Berchtesgaden bis dorthin kommen, ist auch die Frage. Weil da hat er nicht mehr ein Problem. Er muss dort alles zusperren. Also das ist etwas, wo ich echt nicht verstehe, was die da eigentlich machen. Und wenn sie das machen, kommunizieren sie übrigens sehr, sehr, sehr verwirrend. Ja. Also viele kennen sich bis heute noch nicht wirklich aus. Ja. Marschieren immer zu viert auf im Endengang, stellen sie dort hin, dann irgendwie, das wird wieder verschärft, das wird wieder verschärft. Die sitzen alle schon so vor dem Fernseher. Ja. Die Betroffenen zittern sich eins ab, ja, das Kaffeehäferl in der Hand, ja, der Kaffee schwappt über und dann gehen sie raus wieder. Und es ist irre, dass man so daneben liegen kann und so das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft so verunsichern und sogar schwächen kann. Abschließend noch, was ist mit dem Anschober los? Ist der noch fit für dieses Amt? Also ich habe da schon, ich glaube, es ist die zweistellige Zahl, wo ich schon den Rücktritt immer wieder dem nahegelegt habe. Er ist einfach ungeeignet, tut mir leid. Da kann er noch so gute Umfragewerte haben. Das nutzt ja nichts, wenn er der Liebe und Nette ist und die Leute ihn so sehen, nur er bringt nichts zusammen. Es ist jetzt müßig, alles nochmal aufzuzählen, was in den letzten Monaten passiert ist, vom Verordnungschaos bis zu den Grenzwartezeiten, wo man die Leute auf der Grenze dünsten hat lassen, bis zu dem Weihnachtsmann, der da immer auftritt. Auer, glaube ich, heißt er, aus seinem Ministerium, der die Welt erklärt und am nächsten Tag ist wieder alles anders. Also das funktioniert nicht, er bekommt sein Ministerium nicht in den Griff. Und was ich mittlerweile auch glaube, ist, dass es in Wahrheit, was da vorgegaukelt wird, der Vier-Personen-Entengang und alles ist wunderbar und harmonisch, das stimmt nicht. Die streiten auf Biegen und Brechen mittlerweile. Und deswegen kriegen sie ja keine Linie zusammen. Deswegen der Kurz, der in Wahrheit zwar Kanzler ist, aber für nichts zuständig, weil er keine Generalkompetenz hat, der kann in Wahrheit nur empfehlen. Und alles, was bisher, auch bei der letzten Pressekonferenz gesagt worden ist, ist alles auf Empfehlung bisher. Man muss sich ja vorstellen, dass ein normaler Werdegang eines Gesetzes oder auch einer Verordnung ist der, man setzt sich mit Experten zusammen, mit dem Koalitionspartner, diskutiert eine Lösung, macht ein Paket fertig, dann macht man das Gesetz oder die Verordnung und wenn das alles fertig ist, dann geht man an die Öffentlichkeit, präsentiert das und in ein paar Tagen später ist es in Kraft. Diese Regierung macht ganz was anderes. Sie kommt nicht zusammen, weil sie streitet, weil die meilenweit auseinander sind und in Wahrheit kann er dem anderen einen Hauch des Erfolges gönnen, weil es könnte ja sein, dass in der nächsten Beliebtheitsumfrage am Donnerstag auf OE24 der Anschober wieder vor dem Kurz liegt oder umgekehrt. Es geht ja nur darum. Es geht in Wahrheit nur um das Heischen von Punkten bei Umfragen. Um was anderes geht es ja gar nicht. Und daher ist es ein Konflikt und sie gehen raus ohne ein Konzept. Jeder sagt seinen Sprücherlauf. Am nächsten Tag fragt sie die Welt, was haben die jetzt eigentlich gesagt? Die haben sie alle widersprochen. Verordnung gibt es keine. Die Länder warten auf Verordnungen. Die Gastronomen warten auf Verordnungen. Es ist ein heilloses Tohuwabohu und mit Verlaub, hauptverantwortlich dafür ist der Gesundheitsminister und daher wäre es hoch an der Zeit, wenn ein wirklicher Experte, jetzt sage ich das schon zum fünften Mal, ein Experte dieses Ministerium übernimmt, denn die Situation wird nicht morgen vorbei sein, sondern wird uns sicherlich noch Monate beschäftigen. Ich bin da anderer Meinung. Gott sei Dank. Ich glaube, das löst gar nichts, wenn der Anschober geht. Denn im Prinzip funktioniert eine Regierung ja so, dass die ein Einstimmigkeitsprinzip haben. Das heißt, alles, was der Anschober macht oder machen will, muss der Kurz und der Blümel und die anderen oder wie auch immer, wer einbezogen ist, die Wirtschaftsministerin oder sonst wer und die Köstinger, auch wollen. Das heißt, die müssen das sich vorher ausstreiten und zwar auf der Ebene ihrer Ministerialbürokratie, wenn die Gesetze gemacht werden. Und dann müssen sie das auch, und da gibt es die politischen Vorgaben vom Anschub, Absprache mit dem Kurz, ob der Kogler da irgendeine Rolle spielt oder nicht, weiß ich nicht. Der tritt so sporadisch auf und tut so, wie wenn er Vizekanzler wäre. Also das ist das, wie es da drin ist. Und mit dem Einstimmigkeitsprinzip gibt es eins, entweder gehen alle oder es bleiben alle. Ja, das hat aber einen Vorteil. Dadurch bleiben alle. Ja, dadurch wirst du nie... Für das Land ist das nicht. Natürlich nicht fürs Land gut, aber für die, die in der Regierung sitzen, ist das gut. Die sind aneinander verbunden, ja, alle miteinander, halten sie die Hände, ja, und dann Tischerlucken, was die nächste Beschlussfassung ist.
Ja, aber das ist einfach mal ganz wichtig. Das Zweite ist, und wenn das Gesetz ist, sollte man ins Parlament gehen und die Opposition auch noch einbeziehen. Weil dort sitzen nämlich auch Leute, die sich auskennen oder die haben auch beziehen. Das machen die nur selten bis gar nicht, weil die sehr, wie soll man sagen, sehr von sich froh sind, dass sie quasi in der Regierung sitzen und vor sich voreingenommen sind. So. Und wenn du sagst, man schaut zu bei einer Pressekonferenz und da kommt nichts raus, na, dann werden viele Leute sagen, na, Gott sei Dank gibt es die nächste Pressekonferenz in 3 Tagen. Also das ist das Prinzip Hoffnung. Irgendwann einmal wird bei einer Pressekonferenz was kommuniziert, mit dem man was anfangen kann. So. Aber ehrlich gesagt, es ist so traurig. In Wirklichkeit sollte man über das gar keine Scherze machen, weil man mit den Ängsten der Menschen natürlich keine Scherze machen soll. Und die haben Angst. Klar, das tut ja die Angst doch beflügeln. Da gibt es ja den anderen, gibt ja Journalisten und in den Medien, wo beschrieben wird, na, kein Wunder, wenn sie die Leute fürchten, wenn die mit so einer, wie soll man sagen, Inkompetenz konfrontiert sind. Und das ist schon in dem Fall. So, ich bin aber kein Virologe, ja, wäre ich das, würde ich mit einem weißen Mantel jetzt da sitzen. Ja. Wir können überhaupt beide mal mit 2 weißen Mänteln kommen. Ja. Und in dem Wettstreit der Virologen oder der selbsternannten Virologen, ja, die Maske hat nur der Faltig gehabt. Ja. Der hat müssen die Maske nehmen. Ja, der hat nachgedacht, der Faltig, wie man die Testungen anders machen kann. Jetzt bin ich das erste Mal der Meinung vom Faltig, über das Nachdenken ist nicht blöd. Ja. Ja. Weil das ist richtig, sein Ansatz weniger völlig, zu testen. Nein, richtig. Sein Ansatz ist richtig, einmal drüber. Man darf doch, um Gottes Willen, einmal drüber nachdenken. Ja. Das ist ja kein Denkverbot. Ja. Wir leben ja nicht in einer Diktatur. Also ist ja kein Denkverbot. Ja. Aber dann hat er müssen strafweise die Masken aufsetzen. Ich glaube, der wollte gar nicht mit Masken kommen, aber dann haben sie gesagt, hoch zufällig, du quälst uns da mit irgendwelchen komischen Ideen, sitzt da in irgendwelchen Kreisen ohnehin bei uns, ja, und dann kommst du mit dem raus und sagst, ich tue weniger testen, damit der Wintertourismus floriert. Das war natürlich ein Satz, der ist voll eingegangen, ja, ich meine, absurd, das war so, ja, aber das geht ja nicht um den Wintertourismus, das geht schon, aber beim Testen muss der kluge Teststrategie haben, damit da nicht Angst und Schrecken verbreitet wird und irrsinnig Gefühle als bereits halb oder ganz tot definiert werden, obwohl die das nie werden. Ja. Also das ist entscheidend. Aber dass der Strafweise ja Masken tragen hat, mir ist uns aber interessant gefunden. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann wechseln wir nach Wien. Die Sondierungsgespräche wurden ja heute abgeschlossen. Es gab ein Gespräch mit den Neos, eins mit den Grünen, eins mit den Türkisen. Und jetzt ist die große Frage, für welche dieser Bräute entscheidet sich der Wiener Bürgermeister und mit wem will er verhandeln und dann wohl auch bis Mitte November dann die Regierung abschließen. Kurze Pause, dann sprechen wir gleich darüber hier bei Fellner Live. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Willkommen zurück bei Fellner Live, heute mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Sprechen wir über die Wiener Koalitionen und welche da jetzt die besten Karten hat. Jetzt gab es Sondierungsgespräche und im Laufe dieser Woche, spätestens am verlängerten Wochenende, will der Wiener Bürgermeister sich ja entscheiden, mit wem er da zusammengeht. Im Endeffekt gibt es wahrscheinlich 2 realistische Varianten, Rot-Pink oder Rot-Grün, Rot-Türkis wohl eher nicht. Herr Czap ist, sag ich mal, intimer Kenner der Wiener SPÖ. Zu was tendiert er denn Ihrer Meinung nach? Eher zu den Neos oder eher zu den Grünen? Ja, da war er ganz schlecht beraten, wenn er das erkennen ließe. Wozu er ihn? Naja, er tendiert momentan echt dafür, dass man das ganz, ganz trocken, ergebnisoffen hält, weil da kommt dann am besten und am meisten was raus. Ja. Weil wenn du jemand gegenüber sitzt und der zwinkert dir mit dem Auge zu und sagt, ich bin eh für die, was der, ja, da kommt gar nichts raus. Ja. Weil dann wird der nur übermütig auch noch auf der anderen Seite. Also daher habe ich den Eindruck, dass die Gespräche mit den Neos, die übrigens sehr, sehr gut gelaufen sind, was ich gehört habe, sehr konstruktiv, ja. Und die Gespräche mit den Grünen aber genauso, weil die haben, vor allem, ich glaube, es ist auch sehr nett, wenn die alle mit so Neigungsernährungselementen arbeiten. Ne? Veganes Essen für die Grünen, Punschkapferl für die Pinken. Wobei nicht überliefert ist, wie hoch der Alkoholgehalt bei den Punschkapferl war. Das weiß man nicht. Dort kommt das nicht vor. Was beim Blüm ist mir nur eins aufgefallen. Ja? Jemand, das genau ausschaut, mit wem ist der Blümel? Mit wem will der Blümel mit dem Ludwig reden? Ja? Wer ist das? Mit wem will er da verhandeln? Dann nimmt er sie mit, den großen Verlierer der letzten Landtags war Juratska.
Ja? Das ist einmal schon, das ist schon ein Symbol. Also, aber da gebe ich so gute Verbindungen. Zu ja, ja, super, super Verbindungen. Ja. Also der Juraska ist der große Verlierer vom letzten Mal. Ja. So, das ist der eine. Dann nimmt er mit den Markus Fiegel vom ersten Bezirk. Ja. Das ist der kleinste Bezirk von den schwarzen Bezirken, wo die Bezirksvorsteher haben. Warum muss dort der Markus Fiegel da dabei sein? Vielleicht will ich mit dem nur über den sogenannten verkehrsberuhigten ersten Bezirk reden. Und dann kommt die Pensionisten-Obfrau Korosek. Ja. So, wenn ich mit so einem Team hingehe, ist am besten, ich nehme eine Tafel mit und sage, weißt du was, gehen wir nach 10 Minuten wieder heim. Ich nehme das eh nicht ernst. Da ist niemand. Das Götz-Zitat. Ja, das, also, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Meine Erziehung verbietet mir das. Aber ich muss sagen, das ist schon ein Signal, ja, dass der einfach nicht will. Wenn ich will, gehe ich dorthin mit ganz anderen Kaliber. Dann tue ich wirklich ernsthaft versuchen, an das ranzugehen. Und ich bleibe dabei. Die ÖVP will nicht. Der Bussek hat auch gesagt, sie soll nicht in die Koalition gehen. Und die will deswegen nicht, weil die Wetter ihre Mitte-Rechts-Nummer ausziehen will und noch weiter wildern will bei den 100.000 ehemaligen Freiheitlichen Wähler, die diesmal nicht Wähler waren. Und da glauben die, ist eine Koalition mit der SPÖ hinderlich, was auch ein Blödsinn ist in Wahrheit, weil die SPÖ hat 32.000 ehemalige FPÖ-Wähler ohne blaue Rhetorik bekommen. Und der Blümel hat sich abgerackert, hat alle Überschriften des freiheitlichen Wahlprogramms vorgelesen und es waren trotzdem nur 43.000. Aber egal, jedenfalls, das ist nicht ernst. Ernst bleibt daher meiner Meinung nach die Gespräche rot mit den Neos und rot mit den Grünen. Und da habe ich gehört, dass das nach wie vor ganz, ganz extrem aber offen ist. Wenn das Pendel in eine Richtung leicht ausschlagen würde, in welche? Derzeit. Das kannst du im Moment eben aufgrund der ersten Gespräche. Da wird er sich hüten. Du kannst das in der jetzigen Phase wirklich nicht sagen. Also, selbst, okay. Ich sage was, würde ich es wissen, erstmal hätte ich müssen dabei würden sitzen, dann würde ich es so nicht sagen, dass Sie erkennen, ich weiß es. Ja, okay. Und Sie würden es da raten. Aber das sage ich nicht, weil es momentan wirklich ganz, ganz extrem offen ist. Also ich gebe es auf, Peter Westenthaler muss sich nicht an die SPÖ-Partei treu halten. Was glauben Sie, ich das wird Rot-Grün oder Rot-Pink? Ich habe auch Free Speech. Also wo ich eben völlig recht gebe, ist einmal die Geschichte, das kann man gleich abhaken mit der ÖVP. Also mit der Truppe, da gebe ich dir wirklich recht, das ist eine traurige, eine Trauergesellschaft, die sich da zusammengetroffen hat. Da hätte ein Anruf auch genügt. Also hätte er gesagt, pass auf, mein Ziel ist, ich hätte gern Finanzminister noch bleiben den nächsten Jahr, machen wir es nicht. Der hätte ja nicht hingemüssen, das ist alles Zeitverschwendung. Also das ist ein Humbug und es war übrigens von Haus aus klar und deswegen, nochmal, bleibt dabei, war das Ergebnis der ÖVP nicht ein solches, was sie erwartet hätten, nämlich jenseits der 25%, weil klar war, dass Blümel im Finanzministerium bleibt und nicht nach Wien geht und eine lokalpolitische Funktion annimmt. In der anderen Geschichte, sage ich jetzt mal, meine persönliche Variante, die mir recht gut gefallen würde, ist natürlich Rot-Türkis. Rot-Pink, Türkis eben nicht, Rot-Pink, weil ich glaube, das ist was Neues. Ist für die Stadt was Neues, ist immer Innovation, hat einmal in jedem Anfang, heißt so schön, ruht ein Zauber und das wäre vielleicht ganz nett, aus dem, was Rot-Grün in der Vergangenheit aufgrund von grüner Wahnsinnsideen so alles gemacht hat, das ist jetzt Wahlkampf, lassen wir weg, vom grauslichen Swimmingpool über die Vorrat-Pop-Ups und die Autofahrer sind überhaupt alle Trotteln. Ich zitiere Hebein, die das damals vom Wahlkampf ja noch gesagt hat. Also das liegt mir nicht so realistisch und jetzt versuche ich es wieder aus der Sicht eines objektiven Analysten zu geben, ist die Wahrscheinlichkeit doch größer, dass es wieder zu Rot-Grün kommt. Warum? Weil einfach einige Zahlen und Fakten dafür sprechen. Sie haben eine weitaus höhere Mehrheit im Gemeinderat als mit den Pinken. Da ist der Überhang, glaube ich, gerade einmal 4 Mandate. Mit den Grünen ist es doch wesentlich mehr. Es ist keine Schieberei bei den Stadträten notwendig, wie bei den Pinken. Ich glaube, die haben jetzt einen gerade einmal, der dann möglicherweise Stadtrat und Vizebürgermeister wird. Könnte aber auch ein Vorteil sein, weil die SPÖ weniger Ressorts hergeben muss. Naja, aber so. Die geben sie nicht her. Ja, also das ist, darf ich eine Information nachschieben? Ja, bitte. Es ist so, dass das zu keinen Stadtratsfunktionen Verschiebung kommt. Die SPÖ behält die 6 Stadträte und die Grünen, während sie Grünen hätten 2 und die Pinken nicht amtsführenden kriegen sie. Aber es ist dann in der Kompetenzverteilung möglicherweise ja, alles ist offen. Die aber, der Ressort aber, vielleicht dann für alles die Stadtrat. Strategie muss ja sein, und da versuche ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das würde er machen, wenn er verhandelt hätte, das würde ich machen, wenn ich verhandeln würde, den Preis möglichst hoch hinaufzutreiben. Und daher ist dieses Kuscheln, Streicheln und Bussi-Bussi und ein paar Punschkrapferln mit mittelhöheren Alkoholgehalt, damit es leichter geht, sichtbar nach außen getragen mit den Neos.
Und das Signal geht aber an die Grünen. Seht her, ihr Grünen, wenn ihr nicht schön brav seid und uns zwei Forderungen erfüllt. Erstens, dass die Heber nicht in die Regierung geht. Und zweitens, dass wir das Verkehrsressort zurückbekommen, da machen wir es mit den Neos. Das ist eine realistische Variante. Und ich garantiere dir, und da bin ich jetzt wieder bei den So-Sitzen, die sitzen nämlich nicht nur im Bund, im Parlament, so da, die Grünen, sondern die sitzen in Kürze auch im Rathaus so da, so, und sagen, ja, lieber Herr Ludwig, wir gehen in die Regierung, da hast du das Verkehrsressort, und das wird der Ellenson, wird der große Maracek, die Hebern wird irgendwo verrammt mit einem wunderbaren, dotierten Job. Also das wird dann am Ende so sein, und wenn es nicht so ist, dann haben die Grünen das verspielt, wenn sie aus ihrer glaubhaften Position der Stärke, die sie gar nicht haben, meiner Meinung nach, gegen so eine starke SPÖ, wenn sie glauben, sie müssen auf Justamentstandpunkte beharren, dann sitzen sie so schnell vor der Tür, so schnell können sie gar nicht schauen. Du bist aber kein echter Freund, du machst die Grünen jetzt richtig ehrgeizig. Ich finde das, find ich nicht okay. Natürlich. Ja. Nein, wir kennen die Grünen von den Koalitionsverhandlungen im Bund. Die lassen nicht nur die Oberhose, auch die Unterhose bis zu den Knie runter und werden doppelt über den Tisch gezogen, wie es beim Kogler passiert ist. Das kann der Ludwig schon auch noch. Was der Kurz mit dem Kogler gemacht hat, kann der Ludwig mit den Grünen noch allebei. Und daher glaube ich, wird es am Ende so kommen, dass die dann doch zusammenarbeiten, aber in einer völlig neuen Aufstellung und mit wesentlich mehr Macht in Richtung SPÖ. Warum? Weil auch der Abstand größer geworden ist. Der hat man nicht vergessen. Ne? Der Abstand ist ja größer geworden. Und daher ist das auch völlig zu Recht so. Egal, ob es die Neos sind oder die Grünen sind, sie werden am Ende eine reine Beiwagerfunktion zu einer mächtigen SPÖ in der Stadt haben und werden nichts zu reden haben. Und beiden Parteien wünsche ich für die nächste Wahl in 5 Jahren schon alles Gute. Aber du hast einen Punkt völlig zu Recht angesprochen. Ja. Eins geht natürlich nicht. Ja. Mit Sebastian Kurz hier hinsetzen, ein Bundesregierungsprogramm machen, faktisch auf alle wichtigen Grundwerte-Themen verzichten, ja, und sie dann in Wien hinsetzen und über ein Koalitionsprogramm nachdenken und da dann die harte Nummer anziehen. Also das quasi gegenüber der SPÖ sind wir hart und gegenüber dem Kurz sind wir weich. Ja. Weil das passt dann auch nicht in ihr Konzept hinein. Denn das Konzept der Grünen ist, wir sind ein bisschen Mitte-Rechts mit der ÖVP und ein bisschen Mitte-Links mit der SPÖ. Ja? So, das ist denen ihr Konzept. Und die haben natürlich ganz einen anderen Druck. Wenn die in Wien nicht in die Regierung kommen, die Grünen, dann sind die nämlich nur Mitte-Rechts und sonst nichts. Ja? Und das gefällt natürlich einigen da drinnen von den Grünstrategen nicht, wenn die so dieses, wie wachse ich richtig und wie hole ich mir von allen Seiten irgendwelche Wähler. Ja? So, das ist denen ihr Konzept. Daher sind die in einer ganz, ganz schwachen Verhandlungsposition. Aber wäre das im Endeffekt nicht genau das, was Sie gerade sagen, strategisch für die SPÖ, wenn man es jetzt auch bundespolitisch sieht, das Spannende an Rot-Pink, dass man plötzlich auch ein Gegenmodell hätte, eben zu Türkis-Grün, auch im Bund, die zwei Oppositionsparteien, die da sozusagen in Wien regieren und vielleicht auch als Lagerwahlkampf in die nächste Nationalratswahl gehen? Da gibt es exakt zwei Philosophien. Die eine Philosophie ist, dass man sagt, wenn man mit Rot-Grün in Wien zusammen ist, ist man sozusagen auf indirekte Weise irgendwie auch eingebunden und die, mit dem anderen Teil der Grünen, die in der Bundesregierung sind, und die müssen ja irgendwie dann trotzdem, die können sich ja nicht gegenseitig bekämpfen. Die andere Denkmöglichkeit ist die, dass man sagt, dann hat man ganz klare Grenzen, da ist Rot-Pink in Wien und Rot-Pink und die anderen Oppositionsparteien im Bund, und dann ist die Sache so. Das sind die zwei, wie soll man sagen, Grundphilosophien. Trotzdem aber bei einer Kommunalpolitik oder wenn man ein Regierungsprogramm macht in einer Stadt, um eine kommunalpolitische Frage anzusprechen, dann entscheiden natürlich die vielen, vielen Detailfragen, die da in der Stadt für die weitere Entwicklung von größter Bedeutung sind. Natürlich auch Grundwerte basiert, aber trotzdem. Und da hast alle Themen drinnen. Und daher werden die da ganz gründlich, egal wie sich die SPÖ in Wien jetzt entscheidet, dann bei den Verhandlungen wird das nicht leicht werden. Weil du musst jetzt wirklich mehr im Detail das durchdiskutieren, damit da nicht irgendwie dann so Dinge entstehen, die dann das Klima vergiften. Man muss auch noch einen anderen Aspekt einbringen, wenn man es taktisch sieht. Wir sehen es eher taktisch, da haben wir da ein bisschen die Taktik auszuloten. Ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt das bewährte System, bewährt aus der Sicht der SPÖ, das bewährte System noch einmal fortsetze. Warum bewährt, weil die SPÖ die Wahlen gewonnen hat am Ende. Und die Grünen nämlich auch, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Denn, und die Pinken auch. Ja, aber was schon einmal funktioniert hat, kann ja noch einmal funktionieren.
Was die SPÖ auch weiß, ist, dass der Plafond der Pinken, also der Neos, erreicht ist mit diesem Wahlergebnis. Viel weiter wird das nicht mehr rausgehen. Und was auch interessant ist, die Pinken fischen nicht im Teich der roten Wählerschaft. Das wissen wir, da gibt es keinen Wähleraustausch. Aber die Grünen sehr wohl. Und was sich die SPÖ in ihren strategischen Überlegungen schon genau überlegen wird, ist, wer ist dann künftig Opposition in Wien? Und eine grüne Opposition zu haben, ist mit Sicherheit in Wien, wo ein Potenzial von Grünwählern bis zu 20, vielleicht sogar 25% da ist, etwas anderes wie eine pinke Opposition mit, ich weiß nicht, 7-8%. Von den Türkisen in Wien spreche ich jetzt gar nicht mehr, weil die sind auch irgendwo am Plafond angelangt. Das heißt, da ist schon auch im Sinne des Wähleraustausches, den es immer zwischen Rot und Grün gibt für die SPÖ, die vorteilhaftere Position, mit den Grünen in einer Koalition zu sein, weil sie sich eh aussagen. Es ist einfach so. Und weil da im Zweifel der Wähler, und gerade in den nächsten 5 Jahren wird es wieder viele junge Wähler geben, die sagen, da gehe ich lieber zum Schmidt als zum Schmiedl, in dem Fall Schmidt, SPÖ, Schmiedl, Grüne. In der Opposition hätten die Grünen, das wäre wieder aus der Sicht, der strategischen Sicht der Grünen ein Vorteil, natürlich auch die Chance, weitaus bessere Ergebnisse zu erzielen, als sie jetzt bei einer Wahl als Anhängsel der SPÖ hätten, weil das können schon mobilisieren und ihre Geschichten. Aber ob sich jemand findet, die Oppositionsarbeit zu machen, ist wieder ein anderes Kapitel, weil ich schon glaube, die Grünen müssen eher regieren, die Pinken können regieren. Und daher wird's, das Muss wird es am Ende entscheiden. Das ist ja wirklich gut. Er schickt uns immer das rot-grüne Fisch, in den rot-grünen Fischteich. Also tut sich da untereinander rot-grün und die Geschichte hat sich. Wenn aber die SPÖ zu alter Größe wieder aufsteigen möchte, dann kann sie nicht nur an diesen Wählerbereich denken, sondern muss einfach weiter ausbauen, dass es unzufriedene ehemalige Blauwähler gibt, Schwarzwähler gibt, ja, die auch zur SPÖ kommen. Das heißt, du musst eine Mitte, da muss ich keine Koalition machen, es geht um die Wählerinnen und Wähler. Und das heißt, du musst diesen Mittebereich ausbauen. Ja? Und das, auf dem Weg ist die SPÖ. Und damit kannst du weiter Mitte-Links-Politik machen, aber eben auch Mitte. Ja? Und das ist heute halt das Wichtige. Aber ideologisch sind die Grünen näher an der SPÖ wie die Pinken, ist es klar. Ne? Abschließende Frage noch, vielleicht auch, sollten die Grünen nicht in die Regierung kommen? Also sollte es zu Rot-Pink kommen, was für Auswirkungen hätte das denn auf die Bundesregierung und vielleicht auch auf die Bundesgrünen? Würden dann die Giftpfeile wieder ein bisschen mehr fliegen aus wie in Richtung Bundespartei? Naja, was heißt Giftpfeile? Wien muss schauen, dass für die Entwicklung in Wien, für die Wiener Bevölkerung einfach... Eigentlich von den Grünen. Naja, schon, aber na klar, aber egal welche Regierung du in Wien hast, du musst schauen, dass die Wiener Interessen auch gegenüber dem Bund gewahrt sind. Ja? Und da kannst du keine, mit wem ich gerade in der Koalition bin ich entweder härter oder weicher. Ja? Also das ist sowieso eine Grundlinie. Aber die Frage ist, wie streiten dann die Wiener Grünen mit den Bundesgrünen bei bestimmten Themen oder bei bestimmten Beschlüssen? Weil die vielleicht den Bundesgrünen sich mal indirekt vielleicht die Schuld geben, dass das die Bundesgrünen sitzen einmal so dort grundsätzlich. Ja. So, und jetzt kannst du natürlich als Wiener Grüne entweder dagegen halten in einer Stadtregierung oder dagegen halten, wenn du Opposition bist. Das kann ich noch nicht sagen. Das werden wir dann sehen, was auch immer rauskommt, was dann für die Grünen noch mehr Zerrissenheit und noch mehr zentrifugale Kräfte bedeutet. Aber ehrlich gesagt, ich will über die Grünen gar nicht nachdenken. Ich will darüber nachdenken, wie wir sozusagen jetzt die Chance nutzen, in der Entwicklung in Wien noch stärker zu werden und auf die Art die Bundes-SPÖ wieder in die Bundesregierung kommt. Das zu ergänzen, ich glaube, das Modell, das ja gerade von der ÖVP mit der Fahne vorgetragen worden ist, dieses Wien-Bashings, das heißt Wien-Bund, ist ja mit der Wahl zu Grabe getragen worden. Das funktioniert ja nicht. Das hat ja dem Ludwig geholfen. Und auch den Grünen. Also am Ende ist es kein Modell für die Zukunft und die Grünen, deswegen verstehe ich nicht diese stoische Ruhe, die da von Grün, oder die sind ja da völlig abgetreten. Na, selbstverständlich müssen Kogler, Anschober und Co. auf der Grünen Fraktionsseite auf Bund höchstes Interesse haben, dass die Grünen in der Stadt Wien in die Regierung hineinkommen. Ja, na, selbstverständlich. Ja, deswegen wundert mich, dass die da so fast stoisch oder agnostisch da sitzen und eigentlich nichts tun dagegen dafür, weil wenn die rausfliegen, ist das eine Katastrophe. Nämlich noch mehr für die Bundesgrünen als für die Wiener Grünen, weil das ist das erste Mal, wo es wirklich seit der Regierungsbildung, nach der Regierungsbildung, das ist das Verdienst an der Bundesgrünen, dass die in Wien in der Bundeshauptstadt rausgeflogen sind. Natürlich ist es eine Katastrophe, mehr noch für die Bundesgrünen als für die Wiener Grünen, weil ich glaube, dass sich Wiener Grüne
in einer Stadt wie dieser, wo es eben ein Wählerpotenzial gibt, auch in einer Opposition, sehr, sehr erfolgreich schlagen könnten, wenn sie einen Oppositionspolitiker finden. Ich sehe im Moment noch keinen. Da müsste halt irgendeiner in der Spitze, der auch Oppositionspolitik macht. Hebein und wie sie alle heißen, Ellenson, sind keine Oppositionspolitiker. Aber die bräuchten, wenn sie einen haben, dann können sie ja erfolgreich Opposition machen. Und das ein bisschen hat da die SPÖ, kommt mir vor, auch Respekt davor. Und das ist wieder ein Grund mehr, wo ich glaube, dass doch dann also mit Sie den Grünen. Derzeit glauben Sie eher Rot-Grün? Ich glaube eher an Rot-Grün. Ich war übrigens auch der Erste, der da gesagt hat, es kommt schwarz, also Türkis-Grün auf Bundesebene, haben alle gelacht. Ich glaube, das wird kommen, weil es von der Vernunft her am wahrscheinlichsten ist. Ganz zum Schluss noch, weil es der Peter Westenthaler vorher angesprochen hat, was passiert mit der Birgit Hebein, wenn es zu einer Neuauflage von Rot-Grün kommt? Wäre die Ihrer Meinung nach oder könnte die überhaupt noch einmal an der Spitze stehen, auf der grünen Seite, oder müsste die eines der Opfer sein neben dem Verkehrsressort? Die Hebein als Hebein ist nicht das Problem. Ja, das ist so eine sehr sympathische, engagierte Politikerin sein. Die Politik, die sie gemacht hat, ist das Problem. Sie war zuständig für den Verkehrsbereich und das ist etwas, was eine massive Kritik in der Bevölkerung, beim großen Teil der Wienerinnen und Wiener und natürlich auch in der SPÖ gegeben hat. Die ist dauernd angeeckt, hat das kaum abgesprochen, hat das nicht gescheit kommuniziert. Also so kann man nicht als Vizebürgermeisterin agieren. Hat zum Schluss noch Opposition gegen sich selbst gemacht, was überhaupt niemand verstanden hat. Und dann noch mit so Randforderungen, wo man, das war nicht einmal Ökofundi, sondern das war nur verwirrend oder Verwirrung, Ausdruck von Verwirrung. Ja. Planschbecken am Gürtel, Entwaffnung der Wiener Polizei, will das alles gar nicht aufzählen. Mir wird ganz übel, wenn ich an das denke. Ja. Also das wird nicht alles, das darf alles nicht vorkommen, ja, in allfälligen Gesprächen. Was hier als Person ist keine Persona non grata. Die Person ist nicht das Thema. Ja. Und außerdem, schau, du kannst dich ja nicht einmischen. Jede Partei sucht sich die aus, die sie sich aussucht. Ja. Und in dem Fall ist das bei den Grünen. Von keinem SPÖler, vor allem in Wien, hören, die werden überhaupt nichts Besseres gegen die Hebein sagen. Aber das wird in den nonverbalen und sonstigen Signalen vermittelt, dass das, was sie getan hat, gerade in den letzten Wochen vor der Wahl und auch Monaten kontraproduktiv war und dazu geführt hat, dass es zu gewissen Gräben gekommen ist. Sie hat ein paar Gräben aufgerissen und die schütten am besten zu, aber der sie aufgerissen hat, nicht mehr dabei ist. Das ist eine ganz logische Folge in der Politik. Daher ist die Wahrscheinlichkeit... Frage ist, begräbt man sie gleich mit? Das ist die Frage. Begräbt man sie mit? Nein, es wird dann, sie wird irgendeinen tollen Posten kriegen, da braucht sie sich keine Sorge machen. Das wird dann nicht gleich sein. Das wird dann nicht gleich sein in einem halben Jahr, ein bisschen darf es noch. Aber ich glaube schon, dass das ein Hindernis noch ist und dass aber dann in den Gesprächen die Signale hört, die werden dann gehört werden und das ist dann das Ende der Frau Vize. Vielen Dank an beide Herren. Wir machen eine kurze Werbepause, sind dann gleich zurück. Dann ist gleich der ehemalige Kulturminister und SPÖ-Kultursprecher im Nationalrat Thomas Trotzter zu Gast. Und mit dem sprechen wir natürlich auch über die Verschärfungen, die es da jetzt gibt. Was heißt das für die Kulturszene? Und wir sprechen über eine interessante Enthüllung. Ihm soll nämlich das Ibiza-Video angeboten worden sein für 6 Millionen Euro. Was ist da dran? Und hat er damals ernsthaft verhandelt, um dieses Video zu bekommen? Dazu gleich mehr nach einer kurzen Pause.